Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ich schon auf Instagram euch gefragt habe, möchte ich heute unangenehme, shady Fragen beantworten. Aber nicht alleine, denn alleine ist es ein bisschen langweilig. Ihr habt schon so viel kennengelernt von mir. Ich habe mir eine Queen eingeladen, die hin und wieder mal bei meinen Videos ist. Heute wieder dabei. Einen großen Applaus an Naomi. Oh mein Gott, das ist nicht passiert. Die war so schön angeklebt. Das hört sich nach viel Plastik an. Bin gleich wieder da. So, sitzt die Lace jetzt wieder? Hast du sie festgeklebt? Ja, ich hoffe. Sehr schön, ich muss mal den lallerliches Control griffen. Wie eben gesagt, wir lesen eure unangenehmen Fragen vor. Ja. Und Bestrafung. Die Bestrafung. Es wird eine Bestrafung geben, wenn man diese Frage nicht zum Beispiel beantworten möchte oder kann. Und zwar haben wir Kerzenwachs. Wir lassen ein bisschen Kerzenwachs auf unsere Unterarm tropfen. Der Fetischclub lässt grüßen. Ja. Die Idee war übrigens von Lilly, nicht von mir. Ja, ich wollte ja eigentlich, dass wir... Da wisst ihr, was das für eine Versauerte ist. Eigentlich wollte ich, dass wir uns Nadeln durch die Haut stechen, aber da sagt sie, nee. Weil ihr kein Desinfektionszeug habt. Hätte ich besorgt, wenn du ja gesagt hättest. Ja, ich hab ja gesagt. Und da hast du noch gesagt, nein, wir machen das doch jetzt entweder mit Nutella oder mit... Ich wäre für Nutella gewesen. Mit Nutella oder mit der Kerze. Naja, bevor wir hier weiter schnacken und Zeit verlieren, würde ich sagen, starten wir mit diesem Video. Vielen Dank, dass ihr mir so viele Fragen gestellt habt. Let's go. So, achso, Titi liest übrigens die Fragen vor, ja. Sie hat, ich habe hier meine Instagram-Antworten gegeben und die wird sie jetzt uns vorlesen. Jawohl. Mit welcher deutschen Drag Queen würdet ihr für nichts in der Welt schlafen? Oh mein Gott. Werde ich beantworten? Ich muss jetzt nochmal überlegen, wer. Miss Whatever. Sorry. Lilly. Macht nichts. So, ich würde ja auch nicht mit dir schlafen. Ja, ist das eine rote Nase? Nein, das ist Blush. Ach so, okay. Das soll so. Ja. Das machen die coolen Teenager heutzutage. Bis vor einem halben Jahr habe ich noch gesagt, Blush ist für Huren. Jetzt trage ich Blush. Bereit für die nächste Frage? Sie. Fuck, Mary Kill. Bambi Mercury, Baba Biles, Candy Crash. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, fang an. Okay, also Mary. Nein, halt, stopp. Fuck, Baba, Halleluja. Endlich. Mary. Ich kann Bambi nicht töten. Mary, Bambi und Kill, I'm sorry, Candy. Ist bei mir genauso. Ja. Aber ich liebe auch Candy, aber... Ich finde die alle drei mega geil. Aber Bambi heiraten auf jeden Fall, das ist ja. So lieb. Baba ist schon geil als Bambi. Oh, Halleluja. Ja, Candy dann leider töten, ne? Ja. I'm sorry. Ihr müsst eines aufgeben. Welches wählt ihr? Rauchen oder Drag? Rauchen. Das war so klar. Das war so klar. Lilly! Nein, rauchen natürlich. Ja, natürlich. Aber wenn es fällt mir auch sehr schwer dann. Was gefällt euch am Look der jeweils anderen am wenigsten? Deine Lace. Das weißt du aber auch. Hello darkness, my friend. Ist immer so. Deine Lace ist immer so Krümel-Lace. Ja, weil dein Kopf so riesig ist, dass die Lace kann gar nicht abstehen. Ja und? Meinst du insgesamt oder jetzt gerade? Generell. Also es ist sehr generell gefasst am Look. Ja. Okay. Dein Eyeliner bzw. Lidschatten. Aber das habe ich dir auch schon gesagt, weil ich finde, ich möchte, dass du das nicht immer mit dem komplett schwarz machst. Du machst jetzt schon weniger als vorher, aber... Wir kriegen das hin. Das wird langsam. Ich sag dir das so oft unterbewusst, wenn sie schläft, dann sitze ich da und deine Augen müssen anders sein. Das ist halt mein Stil, ne? Blending. Das ist halt mein Stil. Aber es ist ja schon besser geworden. Ja, und vorher war das aber auch, vor einem halben Jahr war das schon hier oben nur eine schwarze, komplett schwarze Linie. Ja, genau. Und jetzt ist es schon geblendet. Ich sag ja, wir kriegen das langsam hin. Welche deutsche Drag Queen, die ihr persönlich kennt, könnt ihr am wenigsten leiden? Miss Whatever. Boah. I'm sorry, aber immer wenn ich sie sehe, ist sie sturzbesoffen. Und das ist für mich das... Ich habe mich noch nicht einmal ordentlich mit ihr unterhalten können, weil sie entweder am Rumpöbeln ist oder sturzbesoffen. Ich beantworte diese Frage nicht. Du darfst mir gerne Kerzenwachs... Oh, warte mal.
mal, wir müssen ein bisschen dunkler machen. Ja, lass doch, ich kann doch hochgehen. Nimmst du es auf? Ja, ja. Wie mache ich das denn? Ich habe das noch nie gemacht. Einfach tropfen. Ich muss ein YouTube-Tutorial dazu gucken, oh, ob ich das kann. Okay, bist du ready? Ja. Oh Gott, das ist immer noch flüssig. Halt die Kamera ab. Lass mal das tropft. Oh, ist immer noch heiß. Sauer. Okay, jetzt überlege ich mir, ob ich Fragen beantworte oder nicht. Das bin ich immer noch. Sollte ein guter Anreiz sein. Das ist wirklich so heftig. Ja. Jetzt will ich es auch ausprobieren. Was würdest du sagen, ist dein persönlich schlechtester Charakterzug? Das ist mein schlechtester Charakterzug. Ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Wow, ich so in meinem Kopf. Ich bin gehässig, ich bin missgünstig. Das bin ich ja nicht. Nein, ich glaube, also das, was mich am meisten stört, auch an mir selber, ist, dass ich teilweise sehr missgünstig bin und anderen Leuten Sachen nicht wirklich von Herzen gönne. Krass. Nein. Und dass ich mich ständig mit anderen Leuten in einem Konkurrenzkampf sehe. Dass ich ständig alle anderen bewerte. Das sind die zwei Sachen, die ich an mir am wenigsten mag. Ich glaube, ich bin ziemlich eifersüchtig. Ich glaube, das stört mich manchmal so. Ich glaube, das ist so mein größtes Manko, glaube ich. Die Eifersucht. Das fällt aber normalerweise nicht auf. Ich kann es gut überspielen. So, erzähl ein Detail über dein erstes Mal. Mein erstes Mal? Boah, ist das lange her. Alter. Das kann ich nicht sagen. War dein erstes Mal mit einem Mann oder mit einer Frau? Mann. Ich hab ihn eingeblasen. Ist ja nur ein Detail. Ja. Ich weiß, das ist langweilig, aber das ist... Also, pass auf, das ist original, woran ich mich erinnern kann. 15 Jahre. Ich war so davon fasziniert, auch im Nachhinein, wie weich Schamlippen sind. Oh. Halleluja, das ist wie so eine Kuscheldecke. Okay. Also, die waren auf jeden Fall sehr weich. Das ist ein Detail, an das ich mich sehr gut erinnern kann. Ich hätte nicht gedacht. Was war dein peinlichstes Erlebnis in Drag? Hab ich, glaube ich, schon mal bei einem anderen Video erzählt. Und zwar war CSD, mein erster CSD in Köln, wo ich in Drag war, das erste Mal auch in Drag, und da hatte ich so ein wunderschönes, buntes Luftballonkleid mir gemacht. Und wir sind Rudolfplatz ausgestiegen und damals gab noch am Rudolfplatz dieses Gebäude, was inzwischen abgerissen worden ist, weißt du? Und da ist ja überall Pflasterstein. Und ich hatte dann, ja, weißt du, das erste Mal Drag, dann gleich solche hohen Schuhe. Und ich habe mich so auf die Fresse gelegt. Jeder Mensch hat mich gesehen, weil es einfach nur noch geknallt hat. Das war schon extrem peinlich, wie ich mich da auf die Fresse gelegt habe. Und dann bop, bop, bum, bum, bum. Ich weiß es bei mir nicht. Ich glaube, mir ist so viel peinliche Scheiße passiert. Kannst du auch Kerzenwachs nehmen? Nee, ich könnte jetzt irgendwas sagen, aber das ist halt einfach, weil ich jetzt nichts habe, was so peinlich ist, dass es so krass raussticht. Keine Ahnung. Ich lege mich dauernd auf die Fresse. Habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Mit einer der für mich peinlichsten Sachen ist, ja okay, so oft fliege ich eigentlich wirklich nicht. Mit einer der peinlichsten Sachen, glaube ich, war... ich weiß es. Mein fünftes Mal bei Night of the Living Drag und ich habe trotzdem verloren. Ich glaube, das war mit einer der peinlichsten Momente. Geht doch. Wenn du einer der sieben Todsünden wärst, welche wärst du? Welche sind denn die sieben Todsünden? Tod, Pest. Lust, Neid, Zorn, Völlerei, Trägheit, Hochmut oder Geiz? Lust. Trägheit. Lust. Ja, oder Geiz. Wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ich hätte bei dir das Hochmut gesagt. Echt? Ja. Dabei bin ich gar nicht so... Zumindest mal in meiner Auffassung bin ich gar nicht so... Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal auf andere Leute hochmütiger wirke, als ich bin. Es kommt drauf an. Habt ihr nicht schon mal Sex mit einer anderen Queen gehabt? Mit wem? Salz in die Wunde. Nee, habe ich noch nicht gehabt. Salz in die Wunde. Nee, hatte ich noch nicht. Ja, mit meiner Tochter. Das ist so falsch an. Sag doch lieber Boyfriend als Tochter. Ex-Boyfriend. Ja. 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 Also ich ja, du nein. Welche Queens nerven euch zu Tode und warum? Darf man auch sagen, die keine Queens sind? Nein, Queens. Nein, welche Queens? Okay, du wolltest Kerzen machen. Sollen wir es erst machen oder soll ich erst sagen? Nein, habe ich hinter mir. Okay. Ich mache auch dieses Mal nicht so viel, das war gerade schon... Nicht dieselbe Stelle, bitte. Bitte eine andere Auswahl. Okay.
Das war halt gerade eben schon echt viel, das tut mir leid. Ich gebe mir Mühe nicht so viel. Wow. Umso länger das drauf liegt, umso heißer. Da. Fuck you, Alter. Das kriegt so eine Haut da drauf. Ah, das ist so. Oh, wow, wow, wow. Während Lilly leidet, kann auch. Achso, ja. Nicht zu Tode, weil zu Tode nervt mich keiner. Aber mich nervt es schon, wenn. Wenn Katie irgendwelche Privatnachrichten, also dir privat irgendwie eine Nachricht schickt, die sie an alle ihre Follower schickt, wo dann, hey Liebe oder hey meine Liebe, like mal, lass mal ein Like da, gib mal ein bisschen Liebe, das nervt mich schon. Aber jetzt, wo du gerade sagst, jetzt hätte ich doch eine, die ich sagen könnte. Die heißt auch Katie. Egal, nein. Oh! Egal. Ich schließe mich an. Also nicht die Bam Bam, ne, sondern. Oh, ich schließe mich sowas von an. Jetzt habe ich umsonst gelitten. Ich schließe, aber ja. Okay. Furzt ihr auch vor eurem Partner oder gibt es Grenzen? Ich habe keinen Partner, keine Ahnung. Hypothetisch. Nein, ich bin so einer, der wirklich nur auf Toilette pupst, auch nicht vom Partner. Tja, ich wünschte, mein letzter Partner wäre mal so gewesen. Der hat es mir eiskalt immer vor mir gemacht und das war verdammt ekelig. Ja. Und dann immer so unter der Bettdecke und wenn ich dann mit runterkomme, kommt so alles hoch. Nee, muss nicht sein. Also ich halte mich da schon zurück. Sehr gut. Was war das Widerlichste, was euch beim Sex passiert ist? Ja, das Typische, ne? So, wenn du aktiv bist, ne? Dass du dann braune Stellen hast, ne? Am Penis. Ja, also mir ist das mal passiert, dass die Person basically direkt aus der Dusche kam und offensichtlich nicht sich beim Auswaschen so ganz entspannt hat und dann hat das dreimal so gemacht und dann ist es mir die Beine runtergelaufen. Oh Gott. Aber ich war nicht die Person. Aber das war schon hart. Nein, danach war es nicht mehr hart. Wir können jetzt ja mal ein bisschen honorary Mentions machen, so ja. Solche Bemerkungen wie: Warum schminkst du dich? Ich brauche dich. Woran ist Fridolina gestorben? check mein neues Musikvideo ab. Link in meiner Bio. Da habe ich so viele Nachrichten von bekommen, ne? Und dachte so, Alter, was wird ja stimmt, von das mir? Ist jetzt alles gar nicht drin, ne? Ja. Ja, da hatten wir eigentlich schon drüber gesprochen. Fuck, Mary kill. Jolene, Per oder Marcella? Boah. Oh, das wird nicht gut für mich ausgehen. Oh, das wird gar nicht gut für mich ausgehen. Boah, oh Gott, boah, boah. Oh Gott, oh Gott. Ihr habt die mal das Wachs zu wählen. Oh Gott. Nee, ich muss nur überlegen. Oh Gott, gib mir das Wachs. Echt? Oh Gott, ja. Oh. Was habe ich getan? Hör bitte, man sieht's nicht. Mach nicht viel. Mach nicht viel. Ich gebe mir Mühe. Mach nicht viel. Jetzt tu mal nicht so! Das tut original nicht weh. Was? Na. Die hat's einfach auf den Boden geschifft. Das kann man nachher abkratzen. Das tut überhaupt nicht weh. Was? Ich hab doch gesagt, ich hab das als Kind freiwillig gemacht mit meinen Fingern. Langweilig. Ja. Fuck, Mary, Kill. Pam, Marcella und. Jolene. Ich würde, glaube ich, Jolene heiraten, weil das so ein lieber Mensch ist. Das stimmt, schon für mich alles getan hat, dafür, dass wir uns kurz kennen. Das ist voll nett. Das tut mir mehr weh, das Wachs von den Haaren runter zu zucken. Sehr schön, wenigstens hast du Schmerz ein bisschen. Ich glaube, Marcella würde ich bumsen und Pam töten, glaube ich. Ja. Wie lange ist eure letzte Beziehung her? Salz in die Wunde. Bei mir, glaube ich, ungefähr 5 Jahre jetzt her. 4 Jahre bin ich in Köln, knapp, oder gut 4 Jahre, weiß ich jetzt nicht. Ja, 5 Jahre etwa. Salz in die Wunde. 7, 8, 9, 10 Tage. Ganz frisch. Ja. Next. Welche ist die bekannteste Person, mit wem ihr Beef hattet? Nicht direkt Beef, aber so ein bisschen Drama mit Yonce Banks. Und zwar mit der Geschichte, wo ich meine Recaps gedreht habe zu Queen of Drags und ihr halt immer wieder
gesagt habe, dass ich gerne mal was anderes sehen möchte, zum Beispiel eine Ballade performen und sowas. Und da habe ich auch mal irgendwann bei einem Videodreh mit Molly, glaube ich nachts um 2 oder so mit Vava und Molly, eigentlich Vava, Jonze und Molly telefoniert und ja, da gab es schon ein bisschen Drama, aber ist glaube ich inzwischen geklärt, hoffe ich zumindest, also für mich ja. Also, das ist jetzt keiner, der so super, hyper, krass, mega berühmt ist. Boah, das wird mir 100% negativ ausgelegt. Das ist dann so, oh mein Gott, sie hat sich voll gescheitert am Anfang. Also das Letzte, was ich hatte, war mit Lorelei Rivers, weil ich sie auf was angesprochen habe und she was not having it und... Ja, hat sie aber im Endeffekt erklärt, weil ich halt jetzt weiß, irgendwie, warum die Situation so war, wie sie war und die sie jetzt weiß, warum ich das gesagt habe, wie ich es gesagt habe. Best Friends. Also alles geklärt. Ja. Wunderbar. Wenn ihr euch eine Person aussuchen könntet, mit der ihr jetzt den Rest der Quarantäne verbringen könntet, wer wäre es? Das ist für mich vollkommen logisch und klar. Das ist natürlich mein bester Freund Mirko. Salz in die Wunde. Oh. Ja, Salz in die Wunde. Haben wir's? Haben wir's durch? Darf ich jetzt weinen gehen? Ich sehe noch keine Antwort von Naomi. Ah ja, okay, meine Drag-Tochter. Ex-Drag-Tochter. Ex-Boyfriend-Tochter. Sie weint schon, wir beenden jetzt das lieber. Ja. Danke, Tini, dass du die ganzen Fragen so fleißig aufgeschrieben hast. Jetzt habe ich einen Freund weniger. Ja, da waren tatsächlich Fragen, wo ich mich echt überwinden musste, die zu beantworten. Ich nicht. Ja, zwei habe ich nicht, aber das ist so, weißt du, ich spreche halt nicht gerne so über Leute, die ich nicht mag. Vor allem nicht bei meinen 1 Million Zuschauern, die ich so habe bei meinen YouTube-Videos. Verständlich. Ja. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du dir auch diese Fragen gegeben hast. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich fand es ein bisschen lasch. Lasch fandst du das? Ich hätte mir halt ein bisschen mehr krassere Fragen gewünscht. Was? Okay, eure Aufgabe ist es jetzt unter den Kommentaren noch krassere Fragen für Naomi auszudenken und dann machen wir Teil 2 daraus. Aber, bitte, ja. Weil ich will halt wirklich so, das ist ja alles nicht schlimm. Bis auf das eine, wo ich jetzt gewachst habe. Boah. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt mir einen Daumen nach oben. Und jetzt will ich auch. Schön. Abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, welche Fragen würdet ihr uns denn noch stellen, unangenehme? Und aber ja, bitte wirklich, also ich habe da wirklich, wirklich Lust drauf. Ich finde das nämlich wirklich lustig. Dann machen wir ein paar Wochen mal einen zweiten Teil draus. Ja. Jo, dann würde ich sagen, schminken wir uns ab. Aber ihr wisst nicht ganz, denn der Rest macht der Kissen. Bye. Oh, der war schlecht. Der war auch schlecht. Ey, ich hab gespuckt. Ja, voll auf meine Hand. Schlimmste Bestrafung ever, Corona.